möchte ich nur vorstellen, das ist die Ruby, das ist eine deutsche Schäferhündin und sie ist ausgebildete Schutzhündin und Sprengstoffspürhündin. Wir müssen jedes Jahr mit unserem Hund eine Polizeischutzhundprüfung ablegen, um die Einsatzfähigkeit der Diensthunde zu bestätigen oder zu bescheinigen. Und dazu gehört jetzt der Gehorsamsteil, wo der Herr Wilhelm uns einige Ausschnitte zeigt davon. Herr Reinecke, wie alt muss denn ein Hund sein, wenn er in diesen Prozess eingeführt wird, um diesen Lehrgang, nenne ich es jetzt mal, zu absolvieren? Also wir kaufen die Diensthunde frühestens mit einem Jahr auf, weil die müssen ärztlich untersucht werden und das Röntgen der Hüfte ist erst mit einem Jahr möglich, dass die Hüfte alles in Ordnung ist bei den Diensthunden. Jawohl, jetzt kommt die große Auflösung, das Spielzeug. Wir haben jetzt den Unterschied gesehen, sie wurde erst mit Futter motiviert und jetzt mit Spielen. Das sind die zwei Motivationsarten. Welche Hunderassen eignen sich denn am besten dazu? Also wir haben als Rassen vorwiegend den deutschen Schäferhund, dann den belgischen Schäferhund, den Malinois, was wir auch gesehen haben, die gelben. Ja, dann gibt es den RT-Terrier, gibt es noch, den Rottweiler ist nicht mehr im Dienst, aber ist auch eine Gebrauchshundrasse. Riesenschnauzer, Dobermann, aber die sind alle nicht mehr im Dienst. Also wir haben jetzt bei uns in Halle eigentlich, unser Standort ist in Halle, wir haben deutsche Schäferhunde, belgische Schäferhunde und den holländischen Schäferhund. Der sieht so ein bisschen aus wie der belgische, bloß der ist dunkel gestromt. Also Sie sehen, die Hunde sind alle schusssicher. Interessiert ihn überhaupt nicht, ob die geschossen wurden oder nicht. Solange er nicht geschossen hat. Ja.